Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Leon X. Nun Leute, heute gibt es wieder mal nichts anderes als Black Ops 3, weil ich habe noch keine Vorschläge von euch bekommen. Ihr schreibt zwar in die Kommentare, aber bis jetzt habe ich noch keine Vorschläge vom letzten Video bekommen. Ich habe euch da ein paar Spiele genannt, aber solange ihr nichts anderes nennt, kann ich nach wie vor nicht auf eure Wünsche eingehen. Und ja, was soll ich machen? Ich kann weiterhin Gameplays reinschneiden. Das kann das irgendwas, was euch wird, wahrscheinlich nicht gefällt, weil ihr es schon tausendmal gesehen habt. Ich könnte vielleicht mal was anderes machen. Ja, ich werde wahrscheinlich demnächst auch mal was anderes machen. Ich werde wahrscheinlich Rocket League spielen. Ich habe schon ein Video aufgenommen, werde ich dann höchstwahrscheinlich morgen rausbringen, wenn es euch denn recht ist. Ansonsten, ja, ich habe euch Vorschläge genannt. Nennt mir ein Beispiel. Ich mach's. Und da habt ihr den Salat, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, solange ihr mir nicht schreibt, kann ich auch nichts machen. Also bitte schreibt mir, weil mir geht es langsam auch auf den Zwirn. Deswegen werde ich jetzt auch ab morgen Rocket League spielen. So, erstmal ein paar Worte zum Gameplay. Das ist ein Hardcore-Herrschaft auf Breeze. Die Waffen sind wieder die Man-O-War, aber diesmal nehme ich die LK9. Für einige von euch bekannt, eine Schnellfeuer. Schnellfeuerhandwaffe, mit der man auch relativ gut und schnell schießen kann, auch aus nächster Nähe. Ich habe leider dafür noch kein Visier, deswegen habe ich es erstmal ohne Visier genommen. Ich wollte mal was anderes probieren. Naja, jedenfalls ein paar Worte zum Spielen generell. Ich kann es ja nicht jedem recht machen. Der eine mag das Spiel nicht, der andere mag das Spiel nicht. Ihr kennt das bestimmt, man kann es nie jedem recht machen. Es wird nicht nur schwierig, es wird fast ein Ding der Unmöglichkeit sein. Ja, wie gesagt, ich werde demnächst wahrscheinlich auch mal bei Rocket League mit dem Stefan, mit dem Manuel, sobald er wieder aus dem Urlaub kommt, was machen. Für die, die es von euch nicht wissen, falls das noch nicht angekündigt auf seinem Kanal, Manuel ist tatsächlich im Urlaub, und zwar in Brasilien. Deswegen werden Stefan und ich hauptsächlich Pepska erstmal alleine starten. Aber dann, wenn er wieder da ist, also wenn Manuel wieder da ist, dann geht's so richtig los. Dann werden wir höchstwahrscheinlich Minecraft und Rocket League spielen, vielleicht auch ein bisschen Black Ops 3, obwohl die meisten von euch jetzt so wahrscheinlich ziemlich die Schnauze davon voll haben werden. Und ich habe in den Kommentaren ganz oft gelesen, zeig mal deinen Bruder, zeig mal deinen Bruder. Ich habe es in den Kommentaren auch schon beantwortet, aber ich sag's jetzt nochmal. Ich kann meinen Bruder nicht zeigen, weil er das eben nicht will. Und ihr wisst, wie es läuft. Jeder hat seine Persönlichkeitsrechte. Wenn er nicht will, dass ich ihn zeige, dann darf ich ihn auch nicht zeigen. Das muss ich respektieren, das müsst ihr respektieren. Wenn ich ihn nicht zeigen darf, dann geht's leider nicht. Jetzt nochmal ein paar Worte zum Gameplay. Ihr seht es bestimmt alle schon. Ich bin die ganze Zeit mega am Verlieren, aber am Ende reiße ich es noch rum und schaffe nur zum Glück noch eine positive Quote. Ist immer noch über 1, irgendwas. Da kann man nicht, da muss man nicht stolz drauf sein. Da kann man auch eigentlich gesagt nicht drauf stolz sein, aber man kann mit zufrieden sein. Wie ihr wisst, ich habe es im ersten Video gesagt, wenn man nicht einen guten, eigentlich einen relativen guten Score über 1 noch hat, dann kann man das stehen lassen, meiner Meinung nach. Man muss nicht immer was mit 2 da stehen, 2 oder 3 da stehen haben. Aber ihr merkt schon wieder, ich laber jetzt schon wieder irgendeine Scheiße. Und deswegen halte ich mal kurz den Bubble und lasse euch das Video einfach mal für ein paar Minuten genießen. Sichern A. Lernt hiervon und gewinnt dann die nächste Runde. Da hat sich jemand. Also das geht jetzt nochmal an alle meine Abonnenten und alle meine Zuschauer, die vielleicht darüber nachdenken, ob sie mich abonnieren wollen.
Abonniert auf jeden Fall nochmal bitte den Manuel. Und schaut auch mal in Zukunft bei Pepska vorbei. Der Kanal existiert zwar schon, aber es gibt noch keine Videos auf dem Kanal. Also ich kündige jetzt schon mal an. Ab Mittwoch, heute ist ja noch Dienstag, aber am Mittwochabend, glaube ich, kommt der Manuel wieder. Deswegen wird es am Donnerstag höchstwahrscheinlich mit Pepska so richtig losgehen. Und spätestens am Freitag, weil ihr wisst ja, Karfreitag, da haben alle frei. Und ja, das, da soll's dann, also wird's dann bei uns richtig losgehen. Ich hoffe, dass dann auch der Manuel und auch der Stefan Zeit haben. Und dann planen wir eigentlich richtig loszulegen und wir haben ja einiges nachzuholen. Wir haben es ja eigentlich schon längst angekündigt gehabt. Und ich denke mal, wir werden das dann so machen, dass wir die Videos aus verschiedenen Spielerweisen filmen werden und dann anschließend aneinander rein würden. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht, aber der Manuel kennt sich relativ gut mit dem Programm hier aus. Ich schneide das ja alles mit Share Factory. Er übrigens auch, Stefan genauso. Und Manuel, der macht das halt schon ein bisschen sehr viel länger als ich. Daher kennt er sich relativ gut damit aus und ich hoffe mal, dass er das hingebogen kriegt. Er hat es auch selbst vorgeschlagen. Daher denke ich, dass er weiß, wie das geht. Ansonsten werden wir einfach mal schauen, bis vielleicht stellen wir dann drei Videos auf einmal rein, wo wir jeweils aus verschiedenen Perspektiven sehen können, wie das gemacht wird. Was ich natürlich nicht hoffe, dass sowas passiert. Vielleicht zeigen wir auch nur einen von uns. Wir kommentieren alle gleichzeitig dazu. Es kann alles Mögliche passieren. Wie genau, wissen wir noch nicht. Wir haben verschiedene Ideen. Wir haben auch uns noch nicht ganz geeinigt. Wir haben verschiedene Wege. Vielleicht klappt es ja, dass wir tatsächlich alle dreieinander rein können. Vielleicht nehmen wir nur von einem auf. Aber selbst wenn, es wäre ja nicht schlimm. Es geht ja im Kanal nach wie vor um uns drei. Dass wir so eine Idee hatten und diese Idee dann verwirklichen. Und die wollen wir auch verwirklichen. Jedoch, ich habe schon einiges von sowohl im PS Network als auch bei mir in der Schule gemeint, könnt ihr vielleicht mich mal als Special Guest oder so einladen. Ich weiß nicht, ob das als Scherz gemeint war oder real. Es könnte durchaus sein, da will ich mit den Jungs nochmal drüber sprechen, dass wir durchaus Gäste einladen, die mit uns zusammen kommentieren, mit uns zusammen spielen. Kann sein, dass wir dann auch mal ein Privatspiel Black Ops machen. Dann laden wir den und den und den dazu ein. Ja, könnte tatsächlich sein, dass wir dann mit irgendjemandem Black Ops 3 spielen oder zum Beispiel auch Minecraft und mit dem einfach mal eine ganz normale Runde spielen, im privaten Spiel und uns da ein bisschen die Zeit vertreiben, so gucken, wer ist der Beste mit seiner persönlichen Klasse oder sogar gucken, so wer ist der Beste mit dem und dem Modus, dass wir alle den gleichen Einheit nehmen, alle die gleiche Waffe. Weiß noch, eine witzige Situation habe ich ja schon mal erklärt. Ich habe wirklich mit meinem Nachbar gespielt. Und Achtung, noch zwei andere zusammen. Nee, gar nicht, das habe ich nicht erwähnt, das war was anderes. Wir haben gemacht, frei für alle. Alle die gleiche Einheit, nämlich Psychose. Und alle die gleichen Waffen und Granaten. Also ein Scharfschützengewehr, als Zweitwaffe das Messer. Als Primärgranate hatten wir die Wurfaxt. Als Sekundärgranate hatten wir einfach nur Rauchgranaten, soweit ich weiß. Wie gesagt, alle Psychose und was das Hammer da Geile daran war, wir haben wirklich mal eine Zeit lang alle nur über die Map gelaufen, haben keinen einzigen gesehen, keinen einzigen abgeschossen, nichts. Und dann haben wir alle zur gleichen Zeit Psychose eingesetzt und liefen da irgendwie 16 Stück von uns rum. Ich muss immer geben, 16 Psychose, alle sahen zwar unterschiedlich aus und hatten zwar eine unterschiedliche Farbe, aber es liefen letzten Endes 16 Leute auf einmal auf der Map herum. Und letzten Endes war das kein Einzelfall, das ist bestimmt so 3-4 Mal im Game passiert. Und letzten Endes hast du dann gar nichts mehr unterscheiden können. Da liefen 4 auf dich zu und du warst aber auch zu viert. Aber nur du konntest halt schießen, da war Glück gefragt. Erwischt jetzt den richtigen, erwischt jetzt den falschen. Da muss man genau gucken, welcher von den 4 schießt, welcher von den 4 geht am langsamsten. Das war nicht ganz einfach und ich habe dieses Game sogar verloren. Ich glaube, ich war am Ende der Platz 3. Mein Nachbar, von dem ich seinen Namen jetzt mal nicht erwähne, aber ich kann bestimmt mal seinen PS Network Namen nennen. Nick Shakiri, so heißt er. War am Ende dann Erster. Um einen Punkt, soweit ich weiß. Ich habe früher ganz oft mit ihm gespielt. Ich spiele heute noch ab und zu mal gern mit ihm. Zwar eher seltener, weil ich ja ständig
Video aufnehmen und speichern muss für meinen Kanal. Demnächst auch für Pepsgas, wird eine Menge Arbeit. Ja, das sehe ich ein. Vielleicht wird, ihr wisst, wen ich meine, Nick Shakiri. Vielleicht wird da ein Special Guest, vielleicht kann ich die Jungs dazu überreden, vielleicht auch nicht. Wäre aber auf jeden Fall geil, wenn ich den mal dazu einladen könnte. Ich kenne auch noch weitere. Ich könnte. Ja, ich kann jetzt ein paar Freunde nennen, die ich einladen könnte, die ihr bestimmt sowieso nicht kennt. Aber es ist völlig egal, wen ich jetzt nenne. Ich könnte einfach mal ein paar Freunde einladen, weil das heißt, wenn Manuel und Stefan damit einverstanden sind. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr gerne sowas hättet, dass wir, wenn wir Pepska machen, ob wir Special Guests einladen sollen, ob wir es lassen sollen, ob ihr vielleicht mal selber reinkommen sollt. Es kann ja durchaus sein, dass wir das machen. Und ich habe noch was zu verkünden. Ihr wisst ja, Manuel hat einen Kanal und ich habe einen Kanal. Und Manuel hat seinen Kanal schon länger und daher hat er ja schon ein paar Abos auf dem Kanal. Und hat damit logischerweise, wie ich angefangen habe, noch eine höhere Zahl gehabt als ich. Aber ich habe es dank euch jetzt letztendlich geschafft, den Manuel zu übertrumpfen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich mehr Abonnenten als Manuel. Also vielen Dank dafür. Und ja, ich denke mal, wenn es so weiterläuft bei mir, dann kommt bald das irgendein Abonnenten-Special-Video. Es kommt darauf an, wie viele jetzt noch in der letzten Zeit kommen. Ich muss sagen, es geht schnell. Ich habe in nicht mal, doch, genau, ich habe in anderthalb Wochen schon knapp 10 Abonnenten. Das könnte tatsächlich sein, dass in einem Monat tatsächlich das 50 Abonnenten-Special-Video kommt, wenn es so weitergeht, wie gesagt. Oder dass ich vielleicht mich mal mit Manuel zusammentue und dass wir zusammen ein Commentary machen. Übrigens, ihr habt ja mein Commentary mit Stefan geguckt. Das war von der Qualität nicht so gut, weil ich das alles mit dem Mikro von dem Fernseher aus aufnehmen musste, weil, wie gesagt, Stefan wohnt in Hamburg. Aber wenn ich ein Commentary zusammen mit Manuel machen würde, könnte ich tatsächlich den Manuel zu mir einladen. Manuel wohnt nicht so weit weg, er wohnt zwar in Rath, aber es ist trotzdem nicht eine halbe Weltumreise wie bei Stefan. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, ob ich mal ein Commentary zusammen mit Manuel machen soll. Oder auch wenn es von der Qualität her schlecht war, nochmal mit Stefan machen soll. So, das war's von mir. Das Gameplay endet an dieser Stelle. Score, wie gesagt, knapp, aber es war schön. 30-28. Lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, auch Manuels und in Zukunft unseren Kanal Pepska. Und in diesem Sinne sage ich dann mal auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was.